Frottier Frank. Oh, danke schön. Und das tanzende Teeservice. Wie toll. Großartig. Für dich. Für dich. Für dich. Aber wir müssen einmal kurz weglegen wieder, weil was ist denn das für ein süßes Outfit, bitte? Die Sekunde pünktlich. Wie schön dein Kleid ist. Elfi, dein Name steht sogar drauf. Warum Elfi eigentlich? Tante Trudi hat mich mit 11 Stichen zusammengenäht. Mit 11 Stichen. Elfi, ach wie schön. Wie aus Stranger Things. Warum nicht? Ich bin dein Mikey. So, wer ist denn... Ich habe mir erstmal gefragt, ob diese Nacktheit irgendwie so vielleicht eine Rolle gespielt hat. Das habe ich mich auch gefragt. Das, nicht wahr? Das war man nicht östlich eher so geneigt, nudistisch zu sein und das zu feiern, aber auch hin und wieder so kokett zu sein? Und ich bin eigentlich gar nicht gerne so nackt, aber ich bin doch gerne nackt. Aber wenn ich ein Glitzerkleid bekomme, dann trete ich im Fernsehen auf. Ah. War das? Ja. Es könnte sein. Ich habe eher gedacht in der Richtung, vielleicht hat derjenige irgendwie beruflich sich vielleicht irgendwie so mit ihrer Nacktheit ihr erste Geld verdient, vielleicht. Meinst du Playmate? So Playboy, Playmate-mäßig. Ein paar Namen, Stephanie Erhardt, Sandra Erbert, Tanja Nickel vielleicht. Klar. Kathi Steiner. Kennt man alle natürlich gut. So. Aber warte mal, Kathi Witt war sogar zweimal im Oder Playboy. Rachel Harris, Helene Mayer zum Beispiel. Oder vielleicht Danielle Ruckert, aber wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Okay. Also, gut. Bin sehr stolz auf dich. Danke. Ja. Kennt ihr alle, komm. Ja. Ray hat alle Ausgaben zu Hause stehen, auf jeden Fall. Ja. Aber Ray, die Ohren sind nicht echt. Die Ohren sind nicht echt. Okay, Moment, dann geht die Liste nochmal durch. Ja.
Nee, ich hab nix. Okay. Wow. Ja, also, oh Gott, ich muss mich wieder konzentrieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wir haben ja die Artistin gesehen auf dem Mars. Also, ich habe die Artistin gesehen auf dem Mars. Ich glaube nur du. Es könnte eine Tänzerin sein, es könnte eine Artistin sein, aber beide waren auf jeden Fall sehr erfolgreich bei Let's Dance. Lilly Paul, Let's Dance gewonnen. Rebecca Mir, ihren Mann bei Let's Dance gewonnen. So, wäre eine Idee. Ich war ja eher bei so einer Girlband gefilmt. Ja. Johanna Klum kam mir in den Sinn. Ja. Ich dachte vielleicht, das irgendwie herausgehört zu haben. Nur kurz, aber für den Moment, das war überzeugend, deswegen sage ich Johanna Klum. Johanna Klum. Kann ich auch einen Namen zugeben? Ne? Oh, Ray. Da waren ja auch drei Elefanten noch zusätzlich. Aber Ray hat noch einen Playboy gefunden. Nee. Der war drin. Also ich habe tatsächlich ernsthaft gedacht, okay, es ist auf jeden Fall ein Profisängerin, glaube ich persönlich. Und ich denke, das ist jemand vielleicht, der Eva Briegel vom Juli vielleicht irgendwie so. Ich habe diese Stimme gehört und ich dachte halt, okay, Eva könnte es auch sein. Ich schmeiße es nur in die Runde plus alle anderen Playmates. Plus alle aus dem Centerfold. Ja. Okay, Eva Briegel von Juli, Johanna Klum, Rebecca Mir, Kiss Me. Wie küsst eigentlich ein Frottifant? Mit dem Rüssel? Oh, wie schön! Das war der Frottifant! Mit einem tollen Kleid. Dankeschön.